Herzlich willkommen. Der Grund, warum ich heute in diesem Anzug hier stehe, erfahren Sie in diesem Video und ich zeige Ihnen, was man damit alles machen kann. Bis gleich. Ja, und das habe ich im Prinzip damit gemacht. Ich bin hier in diesem Anzug vor meinem Greenscreen. Ich habe hier dieses komische Tier in der Hand, das ich mir auf Mallorca heuer gekauft habe. Und man sieht, man kann hier ganz einfach zum Beispiel Puppenspiele machen oder irgendetwas anderes. Man kann hier sehr kreativ sein. Ich habe es jetzt einfach mal versucht. Der Trick dahinter ist einfach, wie man es ja vom Greenscreen kennt, dass einfach das Grün verschwindet. Vielleicht sollten Sie, wenn Sie etwas Ähnliches versuchen möchten, jetzt nicht ein gelbes Tier oder ein blaues Tier hierher zu nehmen oder irgendwelche Gegenstände, die blau sind oder gelb, weil die auch aufgelöst werden. Man sieht, wenn Sie sich es nochmal ansehen, wo ich das ausblende, da sieht man ganz deutlich, dass ja, das Gelb auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, spielt jetzt aber keine Rolle, weil es ja wirklich nur ein Test war. Und ja, im Prinzip ist es das zu diesem Greenscreen, dieser Anzug, der ist wirklich günstig. Den habe ich mir für 35 Euro bei Amazon gekauft. Den kann man auch für ein Fasching oder Karneval nehmen. Ja, macht riesen Spaß. Hier kann man auch Intros erstellen. Da werde ich jetzt sicher einiges machen in Zukunft. ja. Ich würde mal sagen, so weit, so gut. Die Idee habe ich Ihnen jetzt gegeben. Mir wird da sicher auch noch ziemlich viel Schwachsinn und so weiter einfallen. Und ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat und wenn Sie vielleicht auch irgendwelche Ideen jetzt bekommen, dann ja, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Gern können Sie auch meinen Kanal abonnieren. Sie finden ja hier irgendwo im Video eine Möglichkeit, wo Sie das mit nur einem einzigen Klick machen können. Und gerne können Sie mir auch Ihre Kommentare posten. Gut, das war's jetzt zu diesem Video. Wir sehen uns im nächsten.